So, meine Lieben, es geht hier weiter mit dem nächsten Interview-Gast. Und heute darf ich bei mir begrüßen den lieben Ralf Brosius. Ralf, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, liebe Ralf Brosius ist Gründer der Marke RevoBlend. Und jetzt fragen sich vielleicht die meisten so, was ist denn jetzt RevoBlend? Also es ist jetzt, ich habe davor auch noch nicht gehört gehabt. Ich könnte es mir zusammenreimen, wenn ich es nicht besser wüsste. Aber lassen Sie doch mal da reinsteigen, quasi, was ist denn RevoBlend? Der RevoBlend ist ein Hochleistungsmixer, der sehr hohe Geschwindigkeit entwickelt, der auch sehr kraftvoll ist, 2 PS und mehr. Der Grund, warum ich diesen Mixer entwickelt habe, war, dass ich eines Tages an Krebs erkrankt bin, an einem Lungenkrebs mit einem ziemlich großen Tumor, 6 cm in der Lunge. Der wurde dann rausgeschnitten, inklusive einem Stück von meiner Lunge. Und ich bekam dann das Angebot einer Chemotherapie, die ich abgelehnt habe und bin dann den natürlichen Weg gegangen. Also ich habe meinen Krebs geheilt mit natürlichen Mitteln, also quasi eine Lebensmitteltherapie gemacht. In dem Mittelpunkt dieser Therapie standen Wildkräuter und grüne Smoothies, die man mit Wildkräutern mixen kann. Und das hat mir ein amerikanischer Arzt empfohlen. Und der wusste, was ich heute auch natürlich weiß, dass Wildkräuter ein sehr hohes Potenzial an Antioxidantien haben und ein 10 bis 20 Mal größeres Nährstoffpotenzial als unser kultiviertes Gemüse. Und da ich also quasi mit dem Rücken zur Wand stand, willst du leben oder willst du sterben, habe ich also diese Idee aufgegriffen und habe dann flankiert von mehreren anderen Maßnahmen, Rohkost und Nahrungsergänzungsmitteln, Chiasamen und, habe ich dann begonnen, meine Ernährung komplett umzustellen von heute auf morgen und hatte damals so einen kleinen Mixer aus dem Kaufhaus und der machte das alles nicht so richtig klein. Und es gab eine andere Firma damals in Deutschland, 2006, 2007, und die war sehr, sehr teuer. Und das gab mir den Ansporn, da ich in meinem Herzen ein Kaufmann bin, doch so etwas selber zu machen und selber zu vertreiben. Und ich hatte das Glück, einen Partner kennenzulernen und wir sind heute im 10-jährigen Jubiläum in dieser Kooperation. Seit 10 Jahren gibt es den RevoBlend. Und diese Firma hat für mich die Kontakte in China hergestellt und hat meine Wünsche und Ideen weitergeleitet. Ich habe dann immer wieder auch Prototypen bekommen von Mixern, die ich ausprobiert habe, entweder daheim oder wir waren damals auch auf Messen unterwegs, auf Revolution und Veggie World. Und es gab immer wieder Verbesserungen, die ich übermittelt habe, die wurden auch umgesetzt und eines Tages war er dann fertig. Das war dann ein Mixer, so wie ich ihn mir vorgestellt habe, der alles richtig schön klein macht und dafür nicht zu lange benötigt, weil das lange Laufen endet dann in Oxidation von Nährstoffen. Es sollten also möglichst viele Nährstoffe erhalten bleiben. Und die erhalten uns ja letztendlich gesund. Die Schieflage, die wir in Deutschland haben, ist ja, dass viel zu viele Kalorien verbraucht werden und quasi die Nährstoffe auf der Strecke bleiben. Man will sich satt essen und man will was Leckeres essen, aber die Nährstoffe, die stehen irgendwo in der Liste ganz weit unten. Und so kommt es, dass wir zwar übersättigt und übergewichtig, aber eigentlich unterernährt sind. Und dieses Thema beschäftigt mich bis heute. Und der Mixer soll ein Hilfsmittel sein, ein Werkzeug, um schnell an viele Nährstoffe zu kommen und die dann mit Obst zu mixen und das dadurch schmackhaft zu machen, sodass man also Lust darauf bekommt, jeden Tag so etwas zu trinken, was energetisch sehr hochwertig ist, wo unser Immunsystem die Nährstoffe bekommt, die es wirklich braucht. Und gleichzeitig ist es leicht zu verdauen, weil die Hochgeschwindigkeit und diese spezielle Art von Messern in der Kombination ist sehr, sehr wichtig, weil man hat in Laborergebnissen gesehen, je feiner die Ballaststoffe aufgespalten werden, also je cremiger dieses Getränk ist, umso mehr Nährstoffe können wir davon auch ins Blut übertragen. Wenn es nämlich grobe Stücke sind, sind es Ballaststoffe, die scheiden wir aus oder die werden durch die Magensäure aufgespalten und quasi kaputt gemacht, weil Magensäure einen sehr niedrigen pH-Wert hat und dann man scheidet sie einfach aus. Was ist vielleicht gut für den Darm, weil das mal durchputzt, aber die Nährstoffe, die in den Ballaststoffen drin sind, die gehen verloren.
Und das kann ein Mixer ändern. Und so haben wir uns letztendlich dazu entschieden, ohne zu übertreiben, dass so etwas eine Ernährungsrevolution ist, weil man bekommt auf Knopfdruck sehr viele Nährstoffe. Es ist sehr schmackhaft, es ist sättigend, es energetisiert, es beflügelt, vor allen Dingen, wenn Wildkräuter mit dabei sind. Und die einzige Möglichkeit, diese Dinge in dieser Form und in diesen Mengen zu sich zu nehmen, Blattgemüse, Obst und so weiter, ist die zerkleinerte. Wenn man diese Dinge, die ich da hinein tue, wenn man die auf einen Teller, auf einen Frühstücksteller legen würde und würde sagen, das ist jetzt dein Frühstück, jetzt kannst du das mit Messer und Gabel essen, dann ist das praktisch unmöglich. Die einzige wirkliche Verbesserung in der Ernährung, außer dass man eben vegan oder rohköstlich oder vegetarisch ist, ist das so zu zerkleinern, dass die Dinge für den Darm quasi schon vorverdaut sind. Man hat keine Verdauungsarbeit mehr, es wird nichts zerstört durch Magensäure, sondern man trinkt das, schluckt es runter und es geht gleich in den Darm und kann dort von den Darmzoten aufgeschlüsselt und ins Blut abgegeben werden. Also die Übertragung von Nährstoffen durch die Zerkleinerung dieses Mixers ist phänomenal hoch. Also da waren jetzt so viele Sachen dabei, die muss ich jetzt erstmal aufspalten. Nummer eins, das klingt ja schon heftig. Also heftig, wenn ich gerade an den Anfang springe, wo Sie gerade gesprochen haben, von dass Sie quasi Krebs als Thema für sich hatten und das sehr ernst und dann einfach, ja. Also und dann gesagt haben, okay, ich schwenke jetzt um auf Kräuter, also auf eine ganz andere Ernährung und dass sie da quasi für sich die Lösung gefunden haben, da hören ja bestimmt einige zu und denken sich, okay, krass, wie kann der das machen? Also darf der das so ungefähr? Weil das ist ja gerade bei uns hier im Zentraleuropa sind solche Sachen ja eher so mit Vorsicht, also betrachten das viele Leute kritisch und mit Vorsicht. Deswegen war letzten Endes das eher so eine Sache, wo Sie sagen, okay, ich hatte eh keinen Ausweg, also habe ich das genommen. Das war eine Frage? Ja, also quasi, was war letzten Endes dafür entscheidend oder waren Sie kritisch bezüglich, also Sie haben gesagt Chemotherapie, okay. Nein. Also was war letzten Endes so für Sie persönlich ausschlaggebend? Also in meiner Familie, mein Vater, meine Mutter sind beide an Krebs gestorben, beide auch mit Chemotherapie und so weiter. Und ich habe im Umfeld auch geforscht und gefunden, dass fast 90% oder mehr aller Chemotherapiepatienten sterben in den darauf folgenden Jahren. Manche nach 2, 3, 4 oder 5. Die Erfolgsquote ist sehr, sehr klein. Und ich hatte also intuitiv im Krankenhaus das Gefühl, man hat mir ja eine Chemotherapie angeboten und hat mir gedroht, in 3 Jahren sind sie tot. Das konnte ich nicht annehmen. Und ja, es war am Ende die Entscheidung, ich mache diesen schulmedizinischen Weg nicht, ich mache meinen eigenen. Und hatte das Glück, einen Arzt zu finden, der dafür Verständnis hatte und der auch die richtigen Ideen dazu hatte, nämlich Wildkräuter und Rohkost, um den Körper von diesen giftigen Entzündungen zu befreien. Denn eine OP alleine hilft ja nicht. Da ist ja noch was im Körper. Das muss komplett entsorgt werden. Man muss quasi die Krebszellen komplett abtöten. Und das geht mit Mikronährstoffen hochdosiert und mit einer guten Ernährung, die auch hilft, den Körper zu entgiften, also auszuleiten, wie auch immer, geht das wirklich auf eine sehr praktische Art und Weise, wenn man die Disziplin dafür hat. Also A, muss man verstehen und einsehen, dass nur die Natur in der Lage ist, das wirklich langfristig zu entsorgen. Chemotherapie ist ja nur eine Symptombehandlung. Darunter ist ja immer noch der Krebs, der schlummert. Ja, der ist ja nicht weg. Aber mit einer guten Ernährung, mit guten Nahrungsergänzungsmitteln und mit diesen Mikronährstoffen in großen Mengen hat man eine reelle Chance, das für eine sehr, sehr lange Zeit zu entsorgen. Ein Beispiel ist Ayurveda. Ich kannte ja ein bisschen was aus dem Ayurveda, als ich erkrankt bin, als ich diese Gesundheitsstörung hatte und habe mich darauf besonnen, dass Ayurveda sagt, es gibt für jede Krankheit ein Kraut auf dieser Erde. Die Natur hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um alle Krankheiten zu besiegen. Wenn man es richtig anwendet, natürlich mit Anleitung und mit der vernünftigen Dosierung und wenn man auch die Konsequenzen versteht,
was passiert, wenn man sich nicht an die richtige Dosierung hält, wenn man also in Anführungszeichen Fehler macht. Unter der Voraussetzung, dass da irgendwo eine Möglichkeit besteht, es auch ohne die Schulmedizin zu schaffen, habe ich mich darauf eingelassen. Und ich hatte mir vorgenommen damals, ich mache ein Jahr keine Zwischenuntersuchungen. Die wollen ja normalerweise, dass man alle 2-3 Monate kommt und sich den Fortschritt anschaut. Und das habe ich ein Jahr lang nicht gemacht. Da haben mich einige Leute für verrückt gehalten. Aber ich wollte wirklich ein Ergebnis, ein deutliches. Habe dann jeden Tag auch diese Wildkräuter-Smoothies gemixt. Daraus entstand dann die Idee von einem Mixer, der das noch kleiner und feiner macht. Meine musste ich damals durch ein Teesieb abseihen, weil da zu viele Stücke drin waren. Das konnte man so nicht trinken. Ja, und so hat sich die Sache entwickelt. Und Sie wissen ja, wie das ist. Wenn Sie sich einmal für eine Richtung entschieden haben, dann kommt Wissen auf Sie zu, dann öffnen sich Kanäle, ich sage mal, im Universum. Sie treffen Menschen, die Ihnen weiterhelfen, die Ihnen Ideen geben, die auch kleine Hilfsmittel für Sie haben, an die Sie vorher nicht gedacht haben, weil Sie sie überhaupt nicht kannten. Das Wort Rohkost kannte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ja, so, und so habe ich also diese Entscheidung getroffen, einfach nur aus dem Grunde, dass ich diese chemotechnische Behandlung nicht machen wollte, aber eine natürliche. Und dann musste ich mich dann natürlich da durchfinden. Das war in den ersten Monaten sehr schmerzhaft. Ich hatte immer sehr viel Hunger, sehr großen Hunger, habe sehr viel abgenommen und fühlte mich aber durch die Wildkräuter-Smoothies so dermaßen energetisiert. Ich habe so eine Energie. Vorher war mein Körper total verschlackt. Ich war ein Allesesser. Ich habe aus dem Supermarkt gekauft, tiefgefrorenes, frittiertes Fleisch, Wurst, Käse, Milch, was es alles so gab. Pizza, Toast, Nudeln. Ich war ein Allesesser. So wie die meisten Leute heute essen, habe ich auch gegessen. Und wenn sie so essen und wenn sie so sich ernähren, dann ist ihr Körper irgendwann total verschlackt. Und die Energiekanäle, die in unserem Körper existieren, die werden langsam verdichtet und gehen immer kleiner und ihre Energie fährt zurück, weil die Entzündungen im Körper werden immer stärker und sie spüren, dass sie keinen Antrieb mehr haben. Sie spüren, sie sind immer nur noch schlapp oder möchten gar nicht aufstehen, sind lustlos. Und es geht ja auch über die Psyche. Und das war der entscheidende Punkt, dass in den ersten 4 Wochen von Fasten und Ausleitungskuren, Entgiftungskuren und gleichzeitig die Umstellung auf Wildkräuter-Smoothies, da war plötzlich wieder eine Energie, die mich so dermaßen beflügelt hat, dass ich gedacht habe, das musst du den Menschen sagen. Die wissen das nicht. Heute wissen es viel mehr. Und es machen auch viel mehr Leute präventiv. Und das ist auch gut so. Die werden das nicht erleben, was ich erlebt habe, weil sie sich einfach viel besser ernähren. All diese Dinge waren mir natürlich fremd. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe gesagt, so, jetzt musst du schwimmen. Ja, und ich schwimme heute noch. Sehr gut, das freut uns. Was da interessant ist, Sie sprechen gerade die ganze Zeit von Wildkräutern. Und was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Wildkräutern? Also Sie haben vorher gemeint, da ist mehr Energie, quasi mehr Nährstoffe drin. Und normalem Gemüse, Obst, das wir so im Supermarkt kaufen können. Also und worin besteht dieser Unterschied und warum ist dieser Unterschied vorhanden? Also das ist eine sehr gute Frage, denn wir können davon ausgehen, dass 50-60% des Kulturgemüses, das wir heute kaufen, ursprünglich aus Wildkräutern kommt und dann gezüchtet wurde in eine kommerzielle Version, in eine kultivierte Version, die man auch im Garten anpflanzen kann und die man in großen Mengen anbauen kann und so weiter. Wildkräuter sind etwas Ursprüngliches. Der Mensch hat vor langer, langer Zeit, als es noch keine Supermärkte gab und noch keine Felder bestellt wurden, hat er ja sich sehr, sehr lange von Wildkräutern auch ernährt, auch von Beeren und von Obst, von wildem Obst und von Samen und Nüssen oder von Eiern, auch mal von Fleisch und so weiter. Das war ja die Nahrung, die verfügbar war und Wildkräuter waren allgegenwärtig und der Mensch hatte natürlich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beweisen, aber der hatte zu dieser Zeit, glaube ich, nicht all diese Zivilisationskrankheiten, die wir heute haben, die ja zu über 80% das Resultat falscher Ernährung sind. Die fallen ja nicht vom Himmel, sondern wir ernähren uns falsch, wir bewegen uns zu wenig. Unser ganzes Leben in dieser Hochkultur ist einfach so dermaßen unnatürlich geworden, dass der Körper
schon kaum noch weiß, wie er sich damit zurechtfinden soll, ohne dass er uns belastet. Aber diese Grenze ist längst überschritten und viele junge Menschen spüren das regelmäßig und ältere sowieso, dass sie mit den Krankheiten, die sie haben, nicht mehr zurechtkommen und auch Ärzte für einige Sachen heute keine Erklärung mehr haben, weil Ärzte, unsere schulmedizinischen Ärzte, lernen ja nichts über Fehlernährung oder über Ernährung überhaupt. Und Leute, die das angeschaut haben, die sich den Unterschied angeschaut haben zwischen kultiviertem Gemüse und Wildkräutern, haben festgestellt, A, in Kulturgemüse sind gewisse Geschmacksrichtungen überhaupt nicht mehr vorhanden. Zum Beispiel das Bittere hat man komplett rausgezüchtet. Man hat eine gewisse herbe Note herausgezüchtet, weil uns ist immer nach süß zumute und nach mild und weich und schön. Und die anderen Sachen, die schmecken zwar wie ein bisschen Medizin, aber selbst wenn man sie uns verordnen würde, diese Medizin, würden die Leute sie nur unwilligerweise zu sich nehmen, weil unser Geschmackssystem ist durch die kultivierte Ernährung der letzten 100 Jahre komplett auseinandergefallen. Das ist nicht mehr ursprünglich. Das sind Dinge, die uns durch die Gewohnheit von Eltern, Großeltern und Urgroßeltern auch näher gebracht wurde, weil diese Dinge, die man schon seit 50, 60, 70, 80 Jahren isst, nicht mehr hinterfragt worden sind. Die sind im Regal, man kauft sie, man geht zum Metzger und zum Bäcker, legt sie auf den Tisch, sie schmecken lecker und das war's. Was darin ist, hat lange, lange, lange Zeit Menschen überhaupt nicht mehr interessiert. Hauptsache, sie waren satt und es hat gut geschmeckt. Jetzt dreht sich das Blatt langsam, deshalb vegan, roh vegan, vegetarisch, auch diese vielen Kongresse über Ernährung und über Gesundheit, die bringen das jetzt alles zutage, dass unsere Zivilisationskosten, auch das Kultivierte, so gut wie es ist, die Qualität und das Niveau von wilden Pflanzen, von wildem Gemüse, von wilden Kräutern nicht erreichen kann. Der zweite Grund ist nicht nur, dass es überzüchtet ist und kultiviert wurde, also genetisch verändert, sondern dass Wildkräuter zu 99% auf einem Boden wachsen, der nie vom Menschen angerührt wurde. Der hat immer noch eine große Humusschicht, der hat viele Nährstoffe im Boden, da sind sehr viele Mineralien und die gehen in die Pflanze und die Pflanze überträgt diese Kraft auf uns. Das kultivierte Gemüse und das kultivierte Obst ist oft nicht mehr auf ursprünglichem Boden, sondern durch die hohen Erträge, die man erzielen möchte, weil wir ja immer mehr Menschen werden und das mittlerweile auch exportieren, Obst und Gemüse in andere Länder, ist der Ertrag das Allerwichtigste geworden. Und man hat Dinge überzüchtet, man hat künstlichen Dünger benutzt, also Chemikalien in den Boden gegeben. Und dadurch sind nach und nach immer mehr wichtige Nährstoffe im Boden abgestorben. Und dann kommt noch dazu, dass man auf die Pflanzen Pestizide gesprüht hat. Und das Ende der Fahnenstange ist jetzt, dass man sie sogar genetisch manipuliert hat. Dann ist fast gar nichts mehr da drin. Und es geht nur noch um Ertrag und sonst gar nichts mehr. Und das verdreht in unserem Körper viele wichtige Dinge, die wir von Natur aus eigentlich gewohnt sind. Und wir können da nirgendwo mehr andocken. Die Wildkräuter bringen diese Energie zurück. Und deshalb spürt man, nicht nur ich, sondern es gibt ja viele Menschen mittlerweile, in Anführungszeichen viele, die das auch erfahren haben, was ich erfahren habe. Und die sagen alle dasselbe. Wenn man also Rohkost im Mixer zerkleinert, man gibt Wildkräuter dazu und trinkt das, dann setzt das eine Energie frei, die man in kultiviertem Gemüse einfach nicht mehr finden kann. Weil es geht nur noch um Ertrag, der Boden ist ausgelaugt, die Nährstoffe fehlen. Aber all diese Dinge sind ja die Dinge, die uns gesund erhalten. Der Bauer ist im Umkehrschluss unser Arzt. Je mehr Nährstoffe ein Bauer in seinem Acker pflegt, je gesünder sein Humus ist, je mehr Würmer und andere Dinge und Mikroorganismen sich in seinem Acker befinden, umso gesünder sind die Pflanzen und umso gesünder ist der Mensch. Dieses Wissen ist aber verloren gegangen, weil wir so bequem geworden sind, weil wir nur noch den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen, weil wir fast nur noch in den PC gucken, ausgenommen Handwerksbetriebe, die viel rumfahren. Ja, und Leute, die Hochleistungssport machen, die bewegen sich natürlich auch anders, aber der Durchschnitt ist viel bewegungsarmer geworden und sitzt viel mehr, isst aber noch immer die gleichen Mengen an Kohlenhydrate und Energien, hauptsächlich Getreide und Fleisch, wundert sich, dass er ganz schnell dick geworden ist und das nicht mehr los wird und fühlt sich erschöpft und schlapp und weiß eigentlich nicht, wie er aus dieser Schleife rauskommen soll.
In Wirklichkeit ist durch den Mangel an Energie auch der Mangel an Bewegung einhergegangen. Die haben sich irgendwie die Hand gegeben. Und da rauszukommen und wieder selber aktiv zu werden und nicht im Supermarkt ins Regal zu greifen, alles ist schön fertig, kurz in die Mikrowelle und fertig ist, sondern sich umzuorientieren und den Fokus wirklich auf sich selbst, auf seine Gesundheit und die damit in Verbindung steht, auf seine Ernährung. Diesen Fokus komplett dorthin zu bringen und wieder anzufangen, die Dinge für sich selbst in die Hand zu nehmen, wobei man natürlich auch die Kontrolle hat über das, was man isst. Denn alles, was angefertigt wurde, fertig ist, wer weiß, was da alles drin ist. Ja, also das kann man alles stoppen, man muss aber aktiv werden. Und für mich war es damals zwingend, und das war eigentlich ein positiver Druck. Willst du leben, am Leben bleiben, oder gibst du dich selber auf und dann bist du in ein paar Jahren tot? Und dieser Antrieb hat aus mir die Dinge herausgeholt, über die ich heute mit anderen spreche und wo ich mich freue, dass ich das mit anderen Menschen teilen kann. Denn da tut sich etwas Grundsätzliches in der Gesellschaft, dass man weggeht von der Industrialisierung und wieder zurückfindet in die Individualisierung und sich seine Jugendsünden genau anschaut und jetzt mittlerweile verstanden hat, dass man das selber in die Hand nehmen kann, die Revitalisierung von Körper und Geist wirklich zu starten, dass man das nicht beim Doktor machen muss und sowieso nicht machen kann, denn unsere Ärzte haben von Ernährung ja schlichtweg keine Ahnung. Das wird denen ja auch vorenthalten. Die sollen das ja auch gar nicht wissen. Die sollen ein Rezept verschreiben und dir eventuell einen Krankenschein verschreiben. Aber über Ernährung wird man dort nicht beraten, weil das wäre ja kontraproduktiv zum Geschäftsplan oder zum Businessplan der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie, wenn ich da jetzt ein bisschen ausholen darf, lebt ja von den Kranken. Und wenn der Arzt jetzt nicht mehr verschreiben würde, aber dem Patienten erzählen würde, wie er das und das los wird, indem er die Ernährung verändert, macht er ja irgendwann die Pharmaindustrie sauer, weil er generiert ja keinen Umsatz mehr. Und am Ende des Tages, und das meine ich ernst, sollen die Menschen auch immer ein bisschen krank sein, damit sie auch immer wieder Produkte von der Pharmaindustrie kaufen. Denn so werden die immer größer und immer mächtiger. Und ob die Menschen nun krank sind oder sehr krank, interessiert die eigentlich überhaupt nicht. Dieses Wort Mitgefühl existiert ja gar nicht. Die wollen ja, dass du Umsatz machst. Also darfst du auch gar nicht alles wissen, was gesund ist, was dich gesund werden lässt und wo das eigentliche Problem liegt, warum du heute da bist, wo du bist. Das müssen wir uns alle selbst erarbeiten. Und das war für mich auch eine große Herausforderung, mein Leben komplett umzustellen. Ja, ich war ja auch so erzogen, dass ich alles anderen überlasse. Ich habe der Industrie überlassen, meine Nahrung herzustellen. Ich habe dem Arzt überlassen, sich um meine Gesundheit oder besser gesagt um meine Krankheit zu kümmern. Und das tue ich heute alles selber. Und das ist schon ein Schritt. Aber der ist heute in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Gift in der Umwelt rumfliegt, im Wasser, in der Luft und in der Ernährung, ist es zwingend notwendig zu verstehen, dass ich es in der Hand habe und dass das niemand anders für mich tun kann. Um meine Krankheiten kann sich jemand anders kümmern. Das macht auch ein Arzt gerne. Aber um meine Gesundheit kümmert sich niemand. Nur ich selber kann das tun. Und dieses Bewusstsein zu wecken, ist mit ein Grund, warum ich heute hier sitze und war mit ein Grund, warum ich die Idee hatte, diesen Mixer zu entwickeln, weil ich wollte, dass die Menschen immer ein Maximum an Nährstoffen aus ihrer Ernährung herausholen können. Der Mixer ist eine, und darum nenne ich auch meine Firma Change Food, weil Change Food ist das Programm und die Ernährungsrevolution ist das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Wir müssen wegkommen von unseren alten Traditionen. Wie wir uns ernähren, macht uns krank und immer kränker. Wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was da drin ist und wo es herkommt. Und einfach nur auf Genuss und auf Sättigung zu setzen, reicht heute schon lange nicht mehr. Deshalb meine Botschaft, nimm es in die Hand, mach dich schlau und tu mehr für dich. Do it yourself. Okay, das war viel und harter Tobak teilweise. Was mich natürlich da... und ich denke, die Zuschauer und Zuschauerinnen auch direkt interessieren würde. Jetzt kann natürlich nicht jeder wie hinter Ihnen auf der Wiese schön rumlaufen, weil es,
gerade bin ich in Wien, die nächste Wiese, ja, da müsste ich irgendwo auf Google Maps schauen, bevor ich das von oben eine finden kann. Ist der Zwischenschritt oder gibt es einen Zwischenschritt? Ist das, es ist letzten Endes doch eine sehr radikale Umstellung, wenn man jetzt einfach nur auf die Wiese. Das war's. Für mich war ja entweder Leben oder Sterben. Ich stand ja mit dem Rücken an der Wand. Genau, was aber, kann jetzt so ein normaler Normalo tun? Ich verstehe, was du meinst. Also erstens bin ich auch normal und zweitens ist der Zwischenschritt, dass ich mir angewöhne, meine Menge an Brot und tierischen Produkten stark zu reduzieren. Denn das sind Entzündungen und das sind Giftmacher, die dem Körper nicht gut tun und die mir Energie rauben und die Schadstoffe mitbringen in den Körper, die wir gar nicht wollen. Der zweite wichtige Schritt ist, dass wir statt konventionell biologisch einkaufen. Denn die Pestizide, die in unserer Ernährung enthalten sind, also das, mir kommt das manchmal so vor, als rede ich gegen Windmühlen, weil ich habe das schon so oft erzählt und die Leute verstehen es einfach nicht. Weil diese Pestizide sind unsichtbar, die sind unschmeckbar, die sind unfühlbar und trotzdem sind sie da und sie lagern sich im Körper ein. Und das ist eine Zeitbombe. Das ist wie ein Ei, aus dem irgendwann mal ein Küken schlüpft. Und dieses Küken ist eine schwere Krankheit. Diese Dinge sind im Körper, wenn man sie gegessen hat. Und wenn man sich wirklich nicht darum kümmert, die auszuleiten, dann wird es irgendwann problematisch. Dann hat man irgendwann ein Problem, vielleicht nach 20, 30 Jahren oder 40 Jahren, hat man ein Problem, dass man nicht mehr so leicht los wird. Deshalb ist der Zwischenschritt erstmal von konventioneller Nahrung auf biologische. Es ist ein bisschen teurer, aber schließlich ist es ja meine Gesundheit. Und ich will ja für mich nur das Beste. Sollte man zumindest. Sollte man nicht gleichgültig sein. Man will wirklich für sich das Beste, weil es meine Gesundheit ist und weil es mein Körper ist. Und der tut ja alles für mich. Durch meinen Körper bekomme ich all diese Dinge, die ich mir wünsche. Wenn ich den nicht hätte, würde ich mir meine Wünsche alle nicht erfüllen können. Der ist das Instrument. Der zweite Schritt ist, statt Wildkräuter, konventionelles, also biologisch angebautes, grünes Blattgemüse. Da sind sehr viele Nährstoffe drin und da ist vor allen Dingen drin Chlorophyll, Chlorophyll, Chlorophyll plus Magnesium, Eisen und andere Vitalstoffe, die wir dringend benötigen, die wir aber in gekochter Form, sollten wir das mal versuchen, können wir sie zu uns nehmen, aber in gekochter Form haben sie ihre Nährstoffe alle verloren, weil die über 42 Grad getötet werden. Das ist wie bei uns. Wenn der Körper über 42 Grad erhitzt, ist das Fieber so hoch, dass wir wahrscheinlich sterben. Aber bei den Pflanzen ist es genauso. Wenn man sie über 42 Grad erhitzt, sind wichtige Nährstoffe tot. Und das ist bei grünem Glattgemüse ganz besonders der Fall. Es ist zwar ein kultiviertes Gemüse, aber in seiner rohen Form und mit einem Mixer fein zerkleinert, birgt es ein Potenzial an Nährstoffen, das man sonst nur in Wildkräutern finden kann. Grünes Blattgemüse hat das Potenzial, ihren Körper wieder aufzurichten und ihm die Menge Eisen und Sauerstoff und Chlorophyll und so weiter zuzuführen, die er dringend braucht, um sich wieder lebendig zu fühlen. Das wäre jetzt der Zwischenschritt. Ich habe ja im Winter auch keine Wildkräuter, also von November bis März ungefähr, bin ich ja auch bei kultiviertem Blattgemüse zu Hause, wie zum Beispiel Mangold oder Spinat oder Wirsing oder Grünkohl oder Postelein oder Petersilie oder das Grün der Kohlrabi oder die roten Blätter von der roten Beete. Alle diese Dinge kann man essen, roh. Wenn man sie richtig zerkleinert und mit Obst mischt, schmeckt das sehr, sehr gut. Und so ein Zwischenschritt ist eigentlich das, was die meisten Leute machen, wenn sie einmal verstanden haben, dass der Weg zum Bäcker eigentlich destruktiv ist. Man schwärmt immer von Vollkornbrot und Sauerteig und all diese Dinge. Das klingt auch ganz gut, aber das kann man energetisch mit einem grünen Smoothie nicht vergleichen. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Außerdem ist das Gluten, was in all diesen Dingen enthalten ist, kontraproduktiv, weil es im Darm die Aufnahme von Nährstoffen ins Blut blockiert. Dieses Klebereiweiß, ne? Sie kennen das ja, wenn man in so eine Semmel reingreift, kann man da so einen kleinen Ball von machen. Das ist ja so, ja, früher hat man davon auch Tapetenkleister gemacht. Also einfach
Klebeeiweiß, also glutenhaltiges, anrühren mit Wasser und dann damit die Tapeten bestreichen, dann kleben die an der Wand. Und das Gleiche passiert im Darm auch. Der verkleistert, der verklebt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man auch, warum man sich schlapp fühlt, weil A, ist da keine Energie drin, das wird bei 250 Grad gebacken, dann ist das quasi tot, es ist nur noch ein Füllmittel mit Kalorien, das man zu sich nimmt und mit Butter oder mit Marmelade bestreicht oder toastet und einen Käse drauf, keine Ahnung. Aber das ist keine Energie, das ist einfach nur ein Ding, was dich satt macht bis zum Mittagessen. Energetisch passiert da gar nichts. Es sind keine Nährstoffe drin. Und das ist die Ernährungsrevolution, von der ich spreche. Wir kommen weg von dem Althergebrachten. Wir brauchen Kalorien, es muss satt machen und lecker schmecken. Und wir gehen rüber zu den Nährstoffen. Wir brauchen viel Nährstoffe, noch mehr Nährstoffe und noch mehr Nährstoffe, weil unser Immunsystem heute geschätzt, auch ist das die Meinung von anderen Ärzten, die sich ein bisschen auskennen, unser Immunsystem muss heute circa 100 Mal mehr Abwehrarbeit leisten, um all diese Dinge, die auf uns einprasseln, durch Ernährung, durch Einatmen, durch Wasser, durch den Stress, durch die Digitalisierung, durch die Strahlung, durch den Smog, durch die Mobilfunkwellen, durch die Chemtrails. Das sind so viele Einflüsse, die neutralisiert und eliminiert werden müssen. Das Immunsystem arbeitet ständig auf Hochtouren, damit wir uns nicht in irgendeiner Form dauerhaft vergiften und daraus eine Entzündung wird, die chronisch wird. Und das müssen wir verhindern und das kann nur gute Ernährung, wenn man selektiert und wenn man die Nährstoffe, die man zu sich nimmt, auch wirklich dann ins Blut bekommt. Wenn durch Gluten, durch jahrelangen Brotkonsum unser Magen, unser Darm ausgekleistert ist mit diesem Klebeeiweiß, mit diesem Tapetenkleister, dann geht nur noch ein Teil der Nährstoffe durch die Darmzotten ins Blut. Der Rest, den scheiden wir wieder aus. Das ist ein Teufelskreis. Denn dazu kommt noch die Tatsache, wir haben schon drüber gesprochen, die ausgelaugten Böden, die weiten Transportwege, die Lagerung im Supermarkt oder im Bioladen. Das Gemüse liegt teilweise 2-3 Tage lang rum, wird 3-4 Tage lang hierher gebracht nach der Ernte. Und mit jedem Tag verliert jedes Obst und jedes Gemüse verliert jeden Tag Nährstoffe. Und wenn man es dann kocht, dann ist fast gar nichts mehr drin. Wenn man es aber roh isst oder vielleicht dünstet und das in einem kurzen Abstand von der Ernte bis zum Kochtopf, wenn wir darauf Acht nehmen, also in wir kennen das, die beiden Worte saisonal und regional, das sind ja nicht nur einfach leere Hülsen, sondern damit soll ja was umschrieben werden, nämlich das Nährstoffpotenzial wird proportional besser zur Entfernung zur Ernte. Je kürzer der Weg von der Ernte in den Körper, umso besser. Und diese Dinge, ja, die werden immer wichtiger. Ich meine, Nahrungsergänzungsmittel nehme ich auch, weil die auch wichtig sind. Man kann das ganz ohne meiner Meinung nach nicht schaffen. Aber wenn man den Unterschied schon mal verstanden hat, dass die konventionelle Ernährung uns krank macht, weil sie viele Entzündungen im Körper herstellt und weil sie uns unterversorgt mit Nährstoffen, wenn man das einmal akzeptiert und verstanden hat, dann ist der nächste Schritt diese Zwischenlösung, von der wir gerade gesprochen haben, und die Endlösung in Anführungszeichen, der höchste Level, quasi die Champions League, sind dann die Wildkräuter und die Rohkost. Okay, das klingt nach einer Anleitung, in der man sich entlanghangeln kann. Ich denke, das ist jetzt gerade durch die Ausführungen, die gerade noch gemacht wurde, für die meisten deutlicher und klarer geworden, wie man da anfangen kann. Das war jetzt echt viel, also sehr viel an Input, sehr viel an Informationen und ich danke auch dafür, für die ganzen Sachen, die mit uns geteilt wurden hier. Was ist denn jetzt so der nächste Schritt, den die Leute gehen können, um sich da noch mehr zu informieren? Du hast ja auch gesprochen von den Mixern und so weiter und so fort. Wo kann man sich da informieren? Was gibt es da für Sachen, Wo man sich noch vertieft? Also das Internet ist ja heute mittlerweile eine Fundgrube, wenn es um Ernährung geht, was aber auch zu Kontroversen führen kann, weil es einfach ein Überangebot gibt an Informationen. Orthomolekular, vegan, vegetarisch, Rohkost und Fasten, die verschiedenen Arten von Fasten. Fasten ist wichtig, aber man muss halt auch ein Konzept haben. Was vertrage ich nicht? Und
ein wichtiger Schritt beim Fasten ist, wie bekomme ich jetzt diese Giftstoffe, die sich im Körper gelöst haben, weil ich keine Nahrung zu mir genommen habe, denn der Körper hat in der Zeit alte Lasten abgearbeitet, wie bekomme ich die jetzt aus meinem System heraus? Die müssen irgendwie ausgeleitet werden, weil das, was ich da jetzt gelöst habe, ist Gift. Aber das ist ein anderes Thema. Fasten ist ein ganz anderes Thema. Wenn man Informationen benötigt, wenn man Hilfe benötigt, es gibt ja viele Webseiten. Ich habe auch ein bisschen Ernährung, Informationen auf meiner Webseite. Ich habe auch zum RevoBlend Informationen im Netz. Das ist revoblend.com oder meine Webseite ralfbrosius.de. Dort gebe ich Tipps, auch über die Routine, über den Tag, welche Nahrungsmittel empfehlenswert sind, welche man nicht zu sich nehmen sollte. Es sind ein paar Rezepte dabei. Es gibt FAQs, so wie wir sie gerade auch besprochen haben. Was kann man als Zwischenschritt machen zum Beispiel? Denn das Thema Wildkräuter ist ja ein intensives, aber auch für viele Leute nicht realisierbar. Wenn ich in einer Stadt wohnen würde, in München zum Beispiel, und ich müsste jetzt im englischen Garten Kräuter suchen, da hätte ich auch nicht so eine große Lust, die zu konsumieren, weil man weiß nicht, wer da alles war. Also ich würde dann vielleicht einen Standort wechseln, würde vielleicht irgendwo anders hinziehen. Ich weiß es nicht. Es kommt immer auf die Situation an, Arbeitsplatz und Beweglichkeit und finanzielle Mittel. Aber wie gesagt, biologische Ernährung haben wir zum Glück im Raum München, Großraum München, in einer sehr, sehr großen Auswahl. Es gibt andere Bereiche Bayerns, wo man das kaum findet oder erst wo es gerade erst anfängt. Im Norden Deutschlands, wir haben ja viele Kunden auch in Norddeutschland, da ist sowas fast überhaupt nicht verfügbar, biologische Ernährung. Die bestellen ihre biologischen Sachen im Internet oder bekommen eine Gemüsekiste geschickt von Menschen, die Bauern, die außerhalb der Stadt wohnen und das in die Stadt hineinbringen, jede Woche mit einer Zusammensetzung, wie man sie gerne möchte. Da ist viel Bewegung reingekommen. Also die Versorgungsengpässe mit Bio sind weitaus kleiner heute, als sie noch vor 10 Jahren waren. Und Konzept, sich besser zu ernähren, ist sehr breit gefächert. Es hat seine Tücken. Man kann es übertreiben in die eine Richtung oder übertreiben in die andere Richtung. Ich versuche mit meiner Webseite ein bisschen Informationen beizusteuern, wie ich es gelebt habe. Also das ist jetzt nicht studiert und auswendig gelernt und dann ins Internet gestellt, so wie es viele andere auch machen. Wobei ich nicht weiß, ob diese Leute, die das auswendig gelernt haben und das dann befürworten und posten, ob die sich auch wirklich dann selber so ernähren. Das steht immer auf einem anderen Blatt. Also es gibt da viel Gemauschel und es gibt auch Heuchler, die erzählen die tollsten Sachen, ernähren sich aber selber persönlich, privat ganz anders. Bei mir sind diese Dinge, die ich rausgestellt habe, in meinen letzten 15 Jahren quasi gewachsen. Ich habe Erfahrungen damit gemacht, habe verworfen, haben wieder neue Dinge probiert in anderen Kombinationen. Schlafrhythmus, Entgiftung, Bewegung, Meditation, Ernährung, richtiges Wasser. Also das ist schon ein breites Spektrum und ich hoffe, dass ich auf meiner Webseite so viel Informationen rausgetan habe, dass man zumindest anfangen kann, sich mit ein paar Dingen zu beschäftigen. Und was noch wichtiger ist, als diese neue Information aufzunehmen, ist das, was wir eben schon besprochen haben. Ich muss verstehen, dass alte Ernährungsgewohnheiten uns krank machen, dass die nichts wert sind. Das sind Dinge, die wir übernommen haben von Eltern, Großeltern und Urgroßeltern. Und die wurden nie hinterfragt. Man hat kritiklos morgens das Brot und die Brötchen auf den Tisch getan, hat mittags den Gulasch und die Kartoffeln oder was auch immer. Heute ist die Pizza und die Nudeln. Das machen die Italiener schon seit 100 Jahren. Aber die gehen alle auseinander wie ein Hefekloß und Krebs ist auch nicht gerade selten in Italien und viele Dinge bleiben auf der Strecke, wie überall auf der Welt, weil Nährstoffe fehlen. Diese Einsicht ist die erste und die wichtigste. Wenn man diese Hürde genommen hat, und das weiß ich aus persönlicher Erfahrung mit den vielen Coachings und Einzelgesprächen, die ich gemacht habe in den letzten 10 Jahren, alte Ernährungsgewohnheiten zu verlassen, ist für viele Menschen eine richtig große Hürde. Und das wünsche ich den Leuten, dass sie verstehen, dass das die größte Schwierigkeit ist, weil wir neigen dazu, als Menschen faul zu sein und in unserer Komfortzone, in unserer Box, die wir in- und auswendig kennen, wir möchten dort gerne bleiben.
Da kenne ich alles, da weiß ich, wie es funktioniert, da weiß ich, wie ich rankomme, wann und wie und wo. Das ist die wirkliche Herausforderung, diese Box in Frage zu stellen, zu sagen, hier stimmt was nicht, hier läuft etwas grundsätzlich schief. Wir haben 80% aller Krankheiten ernährungsbedingt. Wir haben nach wie vor eine sehr hohe Sterberate an Herz-Kreislauf, an Diabetes, an Krebs. Es kommen noch stark steigend dazu, Parkinson und Demenz. Und das muss alles einen Grund haben. Und der Grund liegt in den althergebrachten Ernährungsgewohnheiten plus in den Umweltgiften, die uns nicht transparent gemacht werden. Wenn man heute Trinkwasser untersucht zum Beispiel, findet man fast 2000 Dinge, die da nicht reingehören. Aber der Gesetzgeber schreibt nur 30 Dinge vor, die die Kläranlagen filtern müssen. All die anderen bleiben einfach drin. Auch wenn die nicht gesund sind, die sind drin. Wir können uns mittlerweile vor Umweltgiften nicht retten. Wir wollen aber nicht hingucken, weil es würde bedeuten, ich muss meine alte Ernährungsroutine, meine Box verlassen. Und das, diese Komfortzone zu verlassen, ist für viele Menschen die größte Hürde. Wenn man das einmal verstanden hat, dass das Leben dein eigenes ist und dass du dafür sorgen musst, dass das so lange wie möglich weitergeht in diesem Körper ohne Beschwerden, beschwerdefrei. Alt werden ja viele, aber die haben auch jede Menge Beschwerden. Wir wollen ja alt werden und wir wollen gesund bleiben gleichzeitig. Und das ist eine Herausforderung. Und die erste große Herausforderung ist die wichtigste. Ich verlasse meine Routine und begebe mich auf den Weg in ein neues Gebiet, das ich erstmal erkunden muss. Also bei mir rattert's. Bei mir rattert's. Ich habe auch einige Seiten aufgeschrieben. Einer der schönsten Sätze, die hier auch notiert wurde, dass der Bauer unser Arzt ist, das fand ich sehr, 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 sehr schön dargestellt. Das ja. Sollte eigentlich so sein. Und es ist ja, um da vielleicht den Bogen zu spannen, es ist ja genauso wie ein Auto. Je besser der Treibstoff, desto besser und ja, fährt das Ganze. Und wenn wir halt schon an unserem Fundament sparen, und das ist ja nicht nur an einem Punkt, sondern es ist ja global, wird ja immer mehr gespart quasi an der Qualität der Produkte, dann wird das halt schwer. Und das nachzuvollziehen, dass das angefangen hat, ja, aber dass das weitergeführt wird, das fällt einem dann wirklich schwer mit der Zeit. Ja. Genau so ist es, ja. Und wenn wir schon bei dem Vergleich mit dem Auto sind, nehmen wir doch mal das Öl, was wir da reinschütten. Die meisten legen großen Wert auf die Qualität des Öls, nur das Beste, machen auch regelmäßig einen Ölwechsel, weil der Ölfilter ist verstopft. Und genau das gleiche analog passiert mit unserem Körper. Aber da ist es umgekehrt. Die Leute kaufen das billigste Öl und entsorgen den Ölfilter nicht. Der bleibt so lange drin, die Leber und die Arterien, bis nichts mehr durchfließt. Und dann gibt es einen Infarkt. All das, was unser Leben lebenswert macht, nämlich hochwertige Ernährung, da wird an allen Ecken und Enden gespart. Aber fürs Auto gehen wir nur das Beste aus. Da haben wir das teuerste Öl und den besten Sprit. Und der muss sauber verbrennen. Und dann muss der Filter gewechselt werden, damit der Motor ja keinen Kollaps erleidet. Aber für unseren eigenen Körper, haben wir ganz andere Prioritäten. Das ist schon ironisch, aber traurig zugleich. Es braucht mehr und mehr Aufklärung. So, Punkt. Das ist einfach das Thema, weil alle von uns sind ähnlich aufgewachsen mit den ähnlichen Marketing-Sprüchen, mit den ähnlichen Produkten. Und deswegen, da braucht es halt mit der Zeit einen langsamen Wechsel. Und dass das nicht von heute auf gleich passiert, ja. Das ist wahr. Das ist leider der Punkt. Ja. Und vielleicht noch als Abschluss, ich kann das ja aus meiner eigenen Essensreise auch bestätigen, die schon seitdem ich 18 bin so angefangen hat. Ja. Das geht so. Und immer wenn ich denke, ich bin echt an einem guten Punkt, passiert irgendwas, wo ich dann wieder ein Stück zurückgehe. Zwar irgendwann dann wieder zwei Schritte vor, aber das ist dann halt leider auch die Realität, weil nicht nur wir werden also weiter quasi intelligenter in diesem Sinne, auch
das Thema Marketing, auch die Läden, auch die Firmen werden intelligenter, um uns das wieder schmackhaft zu machen. Ja, und so genau. Ist das, ja, ein fröhlicher Kampf ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, der man sich immer und immer wieder stellen darf. Ja. Das ist es, das sehe ich auch so. Und dieses Vorwärts und Rückwärts, es ist auch gut so, weil man dann auch in die Selbstreflexion geht und sagt, da habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden oder nicht richtig gemacht. Versuch's mal mit einem anderen Ansatz, ändere mal die Mischung, versuch mal das mit dem, ja. Oder geh mehr in das Körpergefühl, gib dir mehr Ruhe. Denn was passiert, wenn wir uns für eine neue Ernährung, für eine bessere entscheiden, ist, die Schwingung des Körpers wird erhöht, die Schwingung der Zellen wird erhöht. Und das, was wir uns in der Vergangenheit angetan haben, in Anführungszeichen, hat ja Spuren im Körper hinterlassen und das wird eingelagert. Der Körper hat ja einen wahnsinnig großen Puffer, der kann sehr viele Dinge einlagern und die einfach mal aus dem Kreisverkehr rausziehen, weil die den Stoffwechsel nur behindern oder gar nicht verstoffwechselt werden können. Und diese Dinge, wenn denn die bessere Ernährung kommt mit der höheren Schwingung, die lösen sich denn langsam in den Zellzwischenräumen und im Fettgewebe und drängen zum Ausgang, weil die können sich mit der höheren Schwingung ja natürlich nicht anfreunden, weil das eine niedrigere Frequenz ist und dann müssen die den Körper verlassen. Und diese Prozesse, das Ausleiten von diesen Giftstoffen, von den Schlacken, von den alten Lasten, fordert den Körper enorm, weil er muss ja zwei Dinge gleichzeitig tun. Er muss arbeiten, er muss reden, essen, trinken, Auto fahren und gleichzeitig entgiften. Das ist eine wahnsinnige Anstrengung. Deshalb sind wir dann auch müde und schlapp und wollen nicht mehr und verstehen gar nicht, was ist denn los. Dann habe ich Kopfschmerzen und alles ist so komisch. In Wirklichkeit sagt der Körper nur, gib mir mehr Zeit, dieses Gift loszuwerden. Leg dich mal zwei Tage hin, nimm dir mal eine Auszeit am Wochenende und renn nicht ständig rum und mach tausend Dinge. Lass es einfach mal gut sein und leg dich auf die Couch oder schlaf mal richtig lange, ja. Und dann machst du vielleicht mal eine Fastenkur für zwei Tage, um das Ganze zu unterstützen, damit nicht ständig wieder neues Essen hineinkommt, sondern dass er mal wirklich aus dem Darm heraus auch alles mal verdaut und entschlackt. Und diese Kraft, die der Körper benötigt und das Bewusstsein, auf den Körper zu hören und den Körper zu verstehen und zu akzeptieren und nicht mit dem Verstand jetzt wieder auf Leistung umzuschalten. Ich muss heute noch das und das und ich habe auf dem Zettel noch den und den und den muss ich noch anrufen und da muss ich noch hinfahren, so wie wir halt erzogen sind. Das ist wie eine Vergewaltigung. Wenn man die höhere Erfahrung machen will und in mehr Gesundheit, muss man verstehen, dass alte Dinge noch da sind und die müssen abgebaut werden. Und diese bessere, die feinere Ernährung, vor allen Dingen, wenn es grüne Blätter sind mit ihren Bitterstoffen, die schieben enorm die Leber und die Gallentätigkeit an, weil die leiten diese Gifte aus. Die bringen enorm viel Sauerstoff ins Blut und das führt zu einer Entschlackung auf subtiler Ebene, die man akzeptieren und verstehen kann und sollte und dem Körper dann auch mit dem richtigen Bewusstsein den Raum dafür gibt, dass er diese Entsorgung auch in Ruhe durchführen kann. Dann ist man auf einem wirklich guten Weg, weil man dann wieder ein neues Körpergefühl bekommen hat. Durch den Ernährungswechsel hat man ein neues Bewusstsein für den eigenen Organismus gefunden. Und wenn man dann als Nonplusultra in die Natur geht und Wildkräuter selber sammelt, dann passiert mit deinem Bewusstsein wieder etwas anderes. Dann bist du draußen und ich bin dann im Sommer auch mit nackten Füßen über die Wiese gelaufen. Diese belebende Energie von dem Morgentau und dann sammelst du die Kräuter. Ich spreche dann auch mit denen, weil das sind ja lebendige Wesen und die wachsen ja für mich und für die Tiere. Und ich bedanke mich, wenn ich sie mitnehme, dass sie für mich und für meine Gesundheit etwas tun möchten. Und so veränderst du auch deinen Bezug zur Natur und deine Aufmerksamkeit für die Natur und für das, was sie uns schenkt, ohne dass sie darüber spricht. Und dann verstehst du irgendwann, dass der Schöpfer die alle für uns erschaffen hat, genauso wie er das Obst so schön bunt gemacht hat, damit wir Lust haben, es zu essen. Das ist ja alles kein Zufall. Dahinter steckt ja eine sehr, sehr hohe Intelligenz. Und wenn wir die wieder anfangen kennenzulernen und wertzuschätzen, dann bekommt dein Bewusstsein wieder eine neue Qualität. Und du merkst ganz deutlich, du hast dich aus dem Hamsterrad entfernt und bist ein Stück weit individualisiert. Und dann führt wahrscheinlich kein Weg mehr zurück.
in diese Konformität, in der du lange gelebt hast. Du fängst an aufzuwachen und spürst die Bedürfnisse deines Körpers, denn der hat, wenn du umgeschaltet hast, sei es nun in die Zwischenstation oder auf die Wildkräuter, der hat reagiert und will dann, das spürst du ganz deutlich, der will dann diese höhere Energie, der will das andere nicht mehr, der will keinen Burger mehr, der will keine Pizza mehr, vielleicht in Ausnahmesituationen irgendwann mal zwischendurch, um alte Gelüste zu befriedigen. Aber in Wirklichkeit will er die höhere Frequenz und er will diese höhere Energie. Und dann wirst du ein anderer Mensch. Das ist unausweichlich. Es sei denn, du unterdrückst das alles, weil dir andere Dinge wichtiger sind. Aber wenn du es annimmst und diesem Ganzen einen Lauf gibst, entwickelst du dich automatisch auf die nächste Stufe, weil das alles in uns so vorgesehen ist. Denn irgendjemand hat mal gesagt, Millionen von Jahren hat sich unsere Genetik darauf eingestellt, dass wir Naturkost essen, dass wir Rohkost essen, Pflanzen, Kräuter, Beeren, Blätter und so. Das ging Millionen Jahre so. Und jetzt haben wir für 200 Jahre Zivilisationskost, die ist gekocht, denaturiert, verändert, mit Chemie versetzt und so weiter. Und die drückt unsere Energie runter. Und wenn du einmal wieder angefangen hast, in die andere Richtung zurückzuschwimmen, da, wo du eigentlich herkommst, dann ist das immer noch in unseren Zellen. Diese Erinnerung an das, was lange war und was lange normal war, diese Erinnerung ist immer noch da. Und dann beginnt der Körper darauf zu reagieren. Und das ist ein Prozess. Wenn du das geschafft hast, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann siehst du es auch nicht mehr als Mühe an oder als Arbeit und bist auch nicht mehr zu faul, dich für diese Dinge einzusetzen, um dich dafür zu kümmern, weil dein Körper mit dir spricht und du die Natur auf eine ganz andere Art und Weise wertschätzt. Dann hast du verstanden, wie viel Liebe in der Natur existiert für dich, nur für dich. Das ist ein schönes Bild und ich denke, mit diesem letzten Satz hören wir auf, quasi beenden wir dieses Interview. Ich fand das sehr schön, ich fand das sehr inspirierend, da waren sehr viele schöne Dinge dabei. Deswegen vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Danke diesen dir. Ganzen Input. Ja. Ich werde die Links von Ihren Seiten unter dieses Video packen, das heißt für euch da draußen, ihr könnt da einfach draufklicken und werdet weitergeleitet und könnt euch über alles Mögliche informieren, könnt euch den RevoBlend anschauen und. Und in diesem Sinne würde ich sagen, alles Liebe, alles Gute, vielen Dank. Bis dann. Ciao.